Wir haben so eine, also unter diesem großen Thema Disrupting Deutschland, ein bisschen unsere Perspektive eingenommen, so aus der Nachwuchssicht. Deswegen unser eigenes Motto, Think Tech, Think Creative. Ich glaube, wir haben ein paar tolle Start-up-Ideen gesehen oder auch Leute aus Agenturen, die so aufgezeigt haben, wie wichtig es ist doch eigentlich, das haben wir ja schon gelernt, dass nicht Creativity beats Technology oder umgekehrt, sondern dass es einfach zusammengehört und da muss dann jeder gucken, ja, wo er einsteigen möchte. Naja, man kann natürlich auch immer noch in Printmedien denken und das muss man auch, aber man muss mal das richtige Medium finden, um sein Thema richtig zu kommunizieren. Und da ist, glaube ich, digital der nächstlogische Schritt, den man einfach gehen muss. Und man kann aber auch heutzutage als Kreativer eben auch digitale Produkte erschaffen. Das finde ich, glaube ich, das Spannende, dass man nicht mehr nur noch Werbung macht. Ich bin ein relativ großer Freund davon, Sachen zu disrupten, weil das ist ja sonst, das langweilt man sich ja relativ schnell. Also Sachen anders zu machen, wenn es geht, wenn man denn die Möglichkeit hat. Das ist ja auch immer so das Ding. Ich erzähle immer sehr gerne, dass meine ehemalige Sendung Reload trotz sehr gutem journalistischen Content trotzdem die Sendung war, die im deutschen Fernsehen die meisten Penisse hatte. Das ist für mich auch so eine Form von Disruption. Einfach mal irgendwie ein bisschen was anderes machen oder ein bisschen subversieren und gucken, wo kann man was kaputt machen und besser wieder heile machen. Also beim Speed Recruiting haben wir insgesamt 24 Agenturen dabei und pro Agentur gibt es entsprechend Teilnehmer, die sich dann bewerben und 5 Minuten haben diejenigen Zeit, sich zu präsentieren und nach 5 Minuten ertönt dann ein Gong, ein Signal und dann geht es auch schon direkt zur nächsten Agentur und für die Teilnehmer ist es natürlich super, Top-Agenturen hier kennenzulernen in der kurzen Zeit. Naja, meine Arbeit ist halt immer so ein bisschen humorvoll unterwegs zu sein und was ich auch gerne mache, ist einfach auch immer mit den Leuten in einfachen Worten kommunizieren. Und ich glaube, das vergessen manchmal Leute bei allem Tech und bei allem Disruptiven, bei allem Kreativen, dass man den Konsumenten oder Kunden auch irgendwie einfach beibringen soll. Und das ist vielleicht so mein Gedanke, immer mit einem Augenzwinkern, ein bisschen humorvoll, aber auch einfach Botschaften zu vermitteln, weil so werden sie, glaube ich, am besten wahrgenommen. Es sollte sich eigentlich viel, viel mehr Leute hier in den Kongresssaal reinsetzen und mal zuhören und jeder Einzelne muss da dran bauen und selbst ich mit einer ganz kleinen Firma oder so muss lernen, muss versuchen, alles zu geben und wir müssen alle zusammenhalten und die deutsche Werbung weiterbringen, auch im internationalen Niveau. Naja, also erstmal gibt es gleich noch die Preisverleihung. Ich glaube, das ist eine ziemliche Sensation, weil es wird ja auch dann morgen nochmal der Grand Prix verliehen in der Junior-Kategorie. Und ich finde, das sind so die ersten sichtbaren Meilensteine, die ersten Sachen, die man vielleicht auch von einem Studenten, einem Semester, einem Abgänger oder sowas sehen kann oder auch als Juniorarbeit. Das finde ich mega spannend aus der Junior-Perspektive und kann da auch nur plädieren, reicht eure Arbeiten ein. Also lasst die nicht zu Hause liegen, macht die Sachen irgendwie im Semester so fertig, dass man sie wirklich einreichen kann. Sprecht mit euren Professoren, reicht ein, weil das wirklich eine Riesenchance ist. Also man misst sich zwar natürlich in dem Wettbewerb, aber eine Auszeichnung ist schon sehr, sehr cool und ist auch ganz oft ein Türöffner.